So, ich lese Handbuch der antisozialen Persönlichkeitsstörung aus dem Verlag Schattauer. Das ist dieses Buch. Und im Kapitel 5 Genetik, Absatz 5.2 Zwillings- und Adoptionsstudien bin ich angekommen im Abschnitt 5.2 Zwillings- und Adoptionsstudien bin ich angekommen im sechsten Absatz. Und da geht es nach der gemeinsamen Umwelt um getrennte Umwelt. Und ich bin sicher, es steht da genauso viel Scheiße wie im Absatz davor. Also sechster Absatz. Getrennte Umwelt beschreibt den Umwelteinfluss auf ein einziges Familienmitglied. Dabei kann es sich um unterschiedliches elterliches Verhalten gegenüber den Kindern handeln, um Freunde, Erfahrungen in der Schule, einzigartige persönliche Erfahrungen in der Schule. Und einzigartige persönliche Ereignisse oder Traumata, körperlich somatische Ereignisse, körperliche Erkrankungen. Nicht zuletzt, die finden sich auch da oben wieder, spezifische präperi- oder postnatale somatische Ereignisse und keinesfalls nur psychologische oder soziale Erfahrungen. Nicht zu vergessen Messfehler, die sich unmöglich vom Faktor getrennte Umwelt herauslösen lassen. Der Grund liegt darin, dass Messfehler Zwillinge fälschlicherweise unterschiedlicher machen, indem sie die Korrelation zwischen eineigen und zweieigen Zwillingen verringern. An der Stelle ist klar, dass immer systematische Messfehler auftreten. Es sind ja auch Leute, die nicht messen können. Und der ganze Scheiß macht überhaupt gar keinen Sinn. Es geht dann weiter mit dem siebten Absatz. Solche Bücher werden von Kranken für Kranke geschrieben. Mir fällt mir dazu wenig ein. Und der ist dann morgen dran. Tschüss.